Also eine Konferenz alleine bräuchte es eigentlich nicht, sondern es braucht im Grunde eine interdisziplinäre studentische Forschungsarbeit. Und da kann im Grunde dann eine Konferenz wie eine Perle sein auf dem Rosenkranz. Warum braucht es die? Weil die Ablösung alter Paradigmen in der Wissenschaft häufig über neue Perspektiven kommt, die langsam ranwachsen. Und heutzutage das ja nicht mehr nur ein Privileg ist von Menschen, die habilitiert sind oder im Mittelbau tätig sind, wie auch immer, sondern im Grunde die sozusagen die Inszenierer und Akteure von Bildung, nämlich die Studierenden. Aber man muss immer wieder dagegen kämpfen, dass Wissenschaft in den Silos versumpft. Und wenn dann sozusagen junge Studierende das auch mit anpacken, dann ist es ein Beitrag für eine Universitätskultur, die tatsächlich wie die Zeppelin-Universität sozusagen die Zwischenräume oder die Interdisziplinarität erforscht.